Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zur kritischen Begleitung des Glaubensbuches der Zeugen Jehovas mit dem Titel Glücklich für immer. Gott möge dir seinen Segen beim Zusehen und darüber nachdenken schenken. Bei diesem 35. Kapitel geht es um einige wertvolle Tipps, wie man gute Entscheidungen trifft. Steigen wir gleich ein. Bevor du eine Entscheidung triffst, bitte Jehova um Hilfe und forsche in der Bibel nach, wie die Sache steht. Bete und lese in der Bibel. Sehr wichtig, hier und hier. Die Bibel sagt, der Kluge bedenkt jeden Schritt. Auch unser Gewissen hilft uns, gute Entscheidungen zu treffen. Dann der dritte Abschnitt, lass dich von der Bibel leiten, ist auch sehr gut. Und das Video, lass dich von biblischen Grundsätzen leiten, zeigt auch, wie wertvoll der freie Wille von uns Menschen ist. Aber auch, dass wir diesen in Verantwortung Gott gegenüber gebrauchen sollen. Was mir als Christ jedoch auffällt, ist, dass nicht auch das Vertrauen zum guten Hirten Jesus Christus, der seine Schafe führt, erwähnt wird. Das Video beim vierten Abschnitt, Schule dein Gewissen, ist auch sehr interessant. Vor allem wird deutlich, wie und in welcher Richtung das Gewissen eines Zeugen Jehovas geschult wird. Hier einige Ausschnitte aus diesem Video. Charlotte ist viele Jahre vor Ellen eine Zeugin Jehovas geworden. Sie konnten sich also gut in meine Situation hineinversetzen. Wäre es verkehrt, zu dieser Hochzeit zu gehen, wie Amy sagt? Ich habe sie gefragt, was sie an meiner Stelle tun würden. Wie Charlotte erklärte, gibt es nicht für jede Situation ein biblisches Gebot. Das ist dann eine Gewissensfrage. Eine Gewissensentscheidung kann bei jedem anders aussehen. Wichtig ist, dass wir bei unserer Entscheidung auch hinterher noch ein gutes Gewissen haben. Aber wie soll ich das machen? Liebe Emma, mit etwas Übung schaffst du's. Ellen hat mir Hebräer 5, Vers 14 gezeigt, wo Paulus schrieb, die feste Speise aber gehört reifen Menschen, denen, die ihr Wahrnehmungsvermögen durch Gebrauch geübt haben, zur Unterscheidung zwischen Recht und Unrecht. Selbst wenn es kein klares Gebot gibt, dann gibt es doch immer einen biblischen Grundsatz, der uns einen Einblick in Jehovas Denkweise gibt. Also habe ich zu Jehova gebetet, und ein Studienprojekt angefangen. Es gab gute Artikel im Index der Wachtum-Publikationen und im Studienleitfaden. Sehr interessant fand ich Kapitel 2 im Gottes-Liebe-Buch. Außerdem habe ich mir angeschaut, welche biblischen Grundsätze anderen in ähnlichen Situationen geholfen haben. Dann habe ich über all das nachgedacht. Durch das Studium konnte ich eine Gewissensentscheidung treffen, die von Jehovas Geist geleitet war und nicht einfach von meinem Gefühl. Sich in Gewissensfragen von biblischen Grundsätzen leiten zu lassen, heißt also nicht, dass alle die gleiche Entscheidung treffen. Und das ist okay, aber wenn wir biblische Grundsätze berücksichtigen und dadurch unser Gewissen immer weiter formen, können wir gute Entscheidungen treffen und so in Gottes Liebe bleiben. Du hast gesehen, Bilder, Kreuze, doppelte Maria, Kerzen, hast du das alles schon gelernt? Um das Gewissen zu schulen, wird immer wieder neben der Bibel die Wachturm-Publikation genannt. Bibelstudienhilfsmittel.
Dieses Vorgehen verbiegt das Gewissen in eine Richtung, welches zwar einen biblischen Anstrich hat, aber eigentlich die Lehrmeinungen der Organisation verinnerlicht hat. Man kann auch ein Gewissen lenken, wohl dem, der noch fragen kann, was sagt die Bibel selbst zu diesem Thema? Wäre da ein Ausspruch von Paulus, den er in 1. Korinther 9, 19 bis 23 geäußert hat, nicht auch hier zu diesem Thema hilfreich? Denn obwohl ich von allem frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und ich bin den Juden geworden wie ein Jude, damit ich die Juden gewinne, denen, die unter Gesetz sind, wie unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, die unter Gesetz sind, gewinne, denen, die ohne Gesetz sind, wie ohne Gesetz, obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich geworden wie ein Schwacher, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Ich tue aber alles um des Evangeliums willen, damit ich mit ihm teilhaben möge. Paulus will also den Menschen nicht vor den Kopf stoßen, sondern einen Zugang zu ihnen aufbauen. Dabei wird er sich auch von Sünde fernhalten. Aber ist ein Hochzeitsbesuch in der Kirche schon Sünde? Ist es schon Sünde, dass man sich in einem Raum aufhält, wo es Kerzen, Kreuze, Marienbilder und so weiter gibt? Ist es da schon Sünde? Darüber denken nur Zeugen Jehovas nach, deren Gewissen durch den Sklaven schon schwach gemacht wurde. Bedenke, dass der Herr Jesus auch in den Tempel gegangen ist, obwohl dort vieles schon verkehrt lief und er sündigte nicht. Ja, wir sollten selbst Entscheidungen treffen aufgrund von Gottes Wort. Dabei würde ich aber die Bibel allein vorschlagen und keine Bibelstudienhilfsmittel der Zeugen Jehovas. Lieber einen Mitgläubigen fragen, der auch die Bibel als alleinige Grundlage ansieht und mit ihm darüber austauschen. Aber die Entscheidung muss man selbst vor Gott treffen. Auf das Gewissen anderer Rücksicht zu nehmen, ist auch ein wertvoller Gedanke, den sich Christen zu Herzen nehmen müssen. Dies kann man in den Punkten der Mitteldinge gut berücksichtigen. Mitteldinge sind solche, die man tun oder lassen kann. Wie hier das Beispiel mit dem Schminken oder dem mäßigen Alkoholgenuss. Jedoch kann man sicher nicht sich anpassen und unterordnen, wenn es um Irrlehren geht, wie zum Beispiel, dass Jesus Christus der Erzengel Michael wäre. Es gibt auch Grenzen. Das Kästchen Schritt für Schritt zu einer guten Entscheidung ist bis auf die sogenannten biblischen Veröffentlichungen der Wachturmgesellschaft eine gute Zusammenfassung. Wohl dem, der sich daran hält. Leider wird hier auch der Herr Jesus ausgeklammert, der ja der Hirte der Schafe ist. Aber das ist ja schon bekannt. Auf der letzten Seite wird noch einmal alles zusammengefasst. Ich sage sehr gerne, dass dieses Kapitel mir gut gefallen hat. Es berücksichtigt sehr viele gute Punkte, die einen Christen zu einer guten Entscheidung anleiten kann. Neben dem Gebet zum himmlischen Vater beten auch Christen zu ihrem guten Hirten und vertrauen ihm, dass er sie gut führt. Dann bis zum nächsten Mal. Sei Gott und seiner Gnade anbefohlen. Tschüss.